Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Ellerbach mit Seasons Mod. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch das Video natürlich gefällt, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir werden heute noch die letzten drei Big Bags hier auf dem Vorratsplatz schaffen, den wir uns angelegt haben hier für Kalk und Saatgut aktuell. Mineraldünger wird auch noch hier hinkommen. Da werden wir aber gucken, wo wir es am besten hinstellen. Wahrscheinlich ein bisschen weiter nach rechts. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ich wollte erstmal zwei Reihen mit Kalk machen. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Werden wir sehen. Vielleicht mache ich dann auch noch notfalls eine dritte Reihe mit Kalk, ne? Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wenn es nicht ausreicht, reicht es nicht aus. Dann werden wir nochmal eine zusätzliche Reihe mit Kalk hier anlegen an Big Bigs, ne? Gut, einmal absenken und rausfahren. Perfekt. So, Gabel heben, dann fahren wir nochmal zu dem Wagen, zum Flachwagen, ne? Und wollen einmal gucken, dass wir noch die zwei letzten Big Bigs abheben. Einmal Saatgut und einmal Kalk. Ist natürlich eine ganz heikle Sache, weil wir jetzt da überhaupt keinen Platz für haben, theoretisch. Aber gut, werden wir auch schaffen. Wir haben die vier Big Bags geschafft, dann werden wir die zwei auch noch schaffen. Da bin ich mir relativ sicher. Ne? Da bin ich mir relativ sicher, Leute. Ja, platzmäßig ist hier natürlich relativ eng. Aber okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ne? So, einmal hier ordentlich ranfahren. Perfekt. Dann einmal senken. Auch perfekt. Ja, sehr gut. Und einmal reinfahren. Dann haben wir die Palette da, wo wir die im Prinzip haben wollen. Oder das Big Big zumindest, ne? Kommen dran vorbei, ich hoffe. Einmal drehen. Ist ganz heikel, ne? Aber gut, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Vorsichtig drehen, mehr geht nicht. Einlenken und ja, zack. Perfekt, Leute. Es klappt doch, Leute. Es klappt doch. Gut, dann wollen wir das auch noch mal dahin stellen. Das Saatgut Big Bag. Ist kein Problem. Machen wir noch gerne. Das machen wir doch gerne. So, perfekt. Einmal hinstellen, einmal ablagern. Da haben wir vier Big Bags Kalk, zweimal Saatgut. Mineraldünger haben wir einmal drinnen in der Halle noch. Aber das werden wir wahrscheinlich auch nach draußen stellen, müssen wir mal gucken. Wir werden jetzt aber als nächstes erstmal Fett 85 kalken, damit wir das geschafft kriegen. Ne? Das müssen wir einmal geschafft kriegen, Leute. Das auf jeden Fall. Einmal anheben. Ich habe gerade Black Wolf geschrieben, ja. Kollege, nehmen wir jetzt nochmal 10 Folgen neu auf Ellerbach. Und ja, bin mal gespannt, was von Black Wolf nochmal kommt. Oder wann von Black Wolf nochmal kommt. Ich bin mal echt gespannt. Vor einer Woche kam jetzt gar nichts.
Und also gestern von der Woche. Ist heute wieder ein Tag oben, ne? Okay, kriegen wir hin. Pick, pick. Haben wir drauf? Perfekt, Leute. Es ist ein bisschen heikle Arbeit, aber es macht Fun auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall Fun, Leute. Mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß, hier rumzukurven und mit den Big Bigs zu arbeiten, mit den Feldern zu arbeiten, mit den Maschinen zu arbeiten, vor allem mit Frontlader. Das macht mir mega viel Laune. Und ich freue mich natürlich auch, wenn das bei euch gut ankommt. Und bin natürlich sehr, sehr zufrieden mit, ne? Das auf jeden Fall. Okay. Gut. Big Bag abladen. Dann mal versuchen, ein bisschen gerade hinzustellen. Wir haben es ein bisschen schief gepackt, aber egal. Kriegen wir hin. Ich weiß nicht, wie viel Kalk wir gleich aufnehmen. Ich denke mal, ein Big Bag werden wir auf jeden Fall verbrauchen. Ein Big Big werden wir mit Sicherheit verbrauchen, ne? Gehe ich mal von aus. Okay. Gut, dann stellen wir den Kollegen jetzt mal beiseite, würde ich vorschlagen. Stellen wir mal hier rein. Ja, stellen wir mal hier rein. Erstmal hier rein, dann passt das, ne? Einmal Gewicht absenken, würde sagen. Ne? Funzel aus, Licht aus. Und einmal Frontlader nach unten. Und Motor aus. So, gut. Dann holen wir jetzt uns den anderen Traktor. Was haben wir drin? Gar nichts, ne? Leute. Dünger. Wir haben Dünger hier drin. Gut, den wollen wir natürlich hier nicht haben. Den Dünger. Der Dünger muss raus. Wenn wir hier abladen, werden wir hier abladen erstmal, ne? Okay. Ich weiß nicht, wo der landet. Da, okay. Gut, wir brauchen Kalk. Den Kalk werden wir uns jetzt hier holen. Einmal auffüllen. Danke sehr. Kurz noch einen Schluck Buttermilch trinken dabei. Mhm. Ein Big Big ist leer. Okay, kein Problem. So, wir müssen jetzt Feld 85 fahren. Ne? Feld 85 wäre im Prinzip das Feld hier die Straße runter und dann neben oder gegenüber von Feld 98 direkt gegenüber der Kreuzung. Das Feld müssen wir einmal kalken. Kein Problem, wird gemacht. Mhm. Sonst müssen wir, glaube ich, nichts kalken von unseren Feldern, oder? 112 ist komplett gedüngt, 100 ist gedüngt. Feld 115 müssten wir eigentlich nochmal düngen. Feld 92, 95, 6, nee, 92, 86, 148, 149, 150 wollten wir auch noch kaufen. Das werden wir auch noch wahrscheinlich düngen. Ja, viel zu tun, wie ihr seht. Machen wir noch, ne? Machen wir noch. Oh ja. Gut. Fahren wir zu Feld 85. Wir werden das einmal kalken. Und, dann geht's weiter, ne? Dann geht's weiter, Leute. Gut. Einmal hier lang. Dann fahren wir jetzt einmal dorthin. Haben wir Licht an? Ne, haben wir nicht. Jetzt haben wir Licht an. Okay. Ja, ich fahre immer mit. Ich fahre immer mit Licht. Auch im Auto, wenn ich im Sommer fahre oder sowas. Immer mit Licht fahren, ne? Ist immer besser. Man wird immer besser gesehen von anderen dann. Ich mache es nicht, wie gesagt, weil ich selber was sehen will, sondern einfach, weil ich
selber von anderen eher gesehen werden will. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch im Sommer, immer egal bei welchem Wetter, Licht an. Am Auto. Ne? Okay. Dann wollen wir jetzt kalken. Alter Schwede. Okay. Alter Schwede. Ja, dicke Kalkspur auf jeden Fall. Coole. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Okay. Ja. Läuft, Leute, ne? Kalken wir die andere Fläche mit? Kalken wir die andere Fläche mit, ne? Egal. Hoppala. Hoppala. Ein bisschen gerade fahren, Kollege. Wäre nett. Also ich glaube, ihr solltet nicht so auf die anderen Felder drauf fahren. Ne? Das wäre vielleicht nicht gut. Okay, schauen wir mal. Ist ja schön, wenn irgendwo anders noch Kalk drauf liegt. Das macht überhaupt nichts aus. Ne? Okay. Das Feld hätten wir gekalkt. Perfekt. Jetzt müssen wir natürlich düngen. Also wir brauchen natürlich wieder den Mineraldünger. Ganz klar. Dann müssen wir düngen. Fett 85, 86. Fett 115 müssten wir düngen. Werden wir machen alles. Werden wir alles machen, kriegen wir hin. Ne? Kriegen wir hin. Also kalken sind wir erstmal durch. War nur ein Feld. Jetzt geht's ans Düngen. Ne? Jetzt müssen wir düngen. Also kalken wir ausladen. 990 Liter sind noch über von dem Big Bag. Und ja, werden wir hinkriegen. Werden wir alles hinkriegen, Leute. So. Ausladen. Oh, zwei Big Bigs. Ich dachte, das wäre nur eins gewesen. Egal. Na gut. Einmal einladen. 1031 Liter oder sowas, ne? Genau. Okay. Also, wo fangen wir an? Wir fangen an direkt hier neben dem Hof an Feld 115. 115 werden wir als erstes nochmal düngen. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Ich hoffe, wir können düngen. Ich bin mal gespannt. Sieht aber so aus. Sieht so aus, als wenn wir können. Ja, können wir auch. Ne? Ja. Das geht. Können wir das Haus direkt mitdüngen? Das andere fällt direkt auch noch mit. Hat aber auch weniger zu tun. Ah, hier haben wir einen Mittelstreifen ein bisschen über. Egal, fahren wir gleich nochmal drüber und dann passt das. Ne? So, das sieht gut aus. Hätten wir das auch geschafft. Perfekt. Ich sage, das Feld jetzt komplett gedüngt. Das Feld ist jetzt komplett gedüngt. Perfekt. War Wiese drauf, da werden wir auch wieder Wiese drauf machen. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Feld 85, Feld 86 werden jetzt gedüngt. Also hier wieder runter, da hinten die Straße lang, den Weg lang. Ne? Und dann werden wir Feld 85, 86 als nächstes auch nochmal düngen. Okay. Kriegen wir hin. Oder? Ja, kriegen wir hin. Locker, Leute, oder? Locker. Das schaffen wir.
ohne Probleme. So, einmal hier düngen. Perfekt. Ja, bis auf die Ecke da hinten, ne? Ja, fahren wir eben nochmal hin, machen die Ecke nochmal. Passt aber, ne? Auch hier relativ gut gedüngt. Nach der Einsatz nochmal düngen, dann passt es. Mhm. Okay. Gut, werden wir hier nochmal düngen? Ja, werden wir auch nochmal machen, ne? Werden wir auch nochmal machen. Ja, oder können wir nicht? Wir können nicht düngen, ne? Ne, hier können wir nicht. Okay. Dann Feld 92 steht an. Feld 92 steht an. Auch nochmal düngen, ne? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Feld 92 einmal düngen. Das übernächste Feld. Gut. Werden wir fertig machen. Ist in Ordnung, Leute. Ist vollkommen in Ordnung. Hier einmal, ne? Ist hier nicht schon gedüngt? Sieht so aus, ne? Ne, ist noch nicht. Okay. Dann werden wir hier nochmal düngen. Alles gut. Kein Problem. Gar kein Problem. Oh, wir sind über der Zeit, Leute. Wir sind über der Zeit, Leute. Die Folge ist vorbei. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt von der LS19 Ellerbach, im Abspann kommt die Playlist. Wird sie euch angezeigt. Oder auch unten in der Videobeschreibung könnt ihr natürlich auch die Playlist sehen von der LS19 Ellerbach Staffel 2 mit Seasons Mod, ne? Und ja, würde mich freuen, wenn ihr natürlich morgen auch wieder dabei seid in einer neuen Folge LS19 auf der Ellerbach. Wie oft habe ich jetzt eigentlich Ellerbach gesagt? Oha, egal. kriegen wir alles hin, ne? Kriegen wir hin. Wir sind gut dabei mit Düngen. Alles nicht verkehrt. Wir haben es geschafft mit Düngen. Das Feld ist auch durchgedüngt. Perfekt, ich habe die kleine Ecke hier, egal. Komm. Jetzt ist es gedüngt. Okay, passt auf. Das ist gedüngt. Jetzt müssen wir nach Feld 148, 149 einmal fahren. Das machen wir in der nächsten Folge. 148, 149, 150 genauso noch. Ja, oder? Haben wir geflügt? Wir haben geflügt, glaube ich, hier, ne? Ich glaube, hier hinten geflügt. Okay, wir müssen auf jeden Fall hinfahren und nochmal versuchen zu düngen, zumindest, ne? In dem Sinne, danke euch natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 11 Uhr geht's weiter. LS19 auf der Ellerbach. Schon wieder Ellerbach. Egal. Bis dahin natürlich Servus und Tschüss.